Einen wunderschönen zusammen. Hallöchen. Ich habe beim Rossmann die Legends of the Sky von Essence entdeckt. Aber leider nicht komplett. Den Blush habe ich nicht bekommen. So viel vorweg. Den Blush, der mich am meisten interessiert hat, habe ich leider nicht bekommen. Conny ist aber ehrlich gesagt nicht mehr traurig drüber, wenn ich mal was nicht kriege. Nicht mehr großartig, weil es kommt auch eine andere LE, es kommt auch ein anderer Blush. Mein Gott. Ich habe mitgenommen die Lidschattenpalette, weil das Orange mich angesprochen hat. Hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich sind das gar nicht mal so meine Farben. Aber wenn man sie denn aufträgt, wirken sie irgendwie anders. Ich weiß nicht, das Orange wirkt irgendwie, das Schimmern ist jetzt noch von meinem Schimmerfluid von vorhin, von einem anderen Video, sorry, aber das Orange, finde ich, wirkt irgendwie anders. Als wie auf den Fotos, auf den Promo-Fotos. Irgendwie, finde ich. Nun denn, insgesamt sehr gedeckte Farben, erdig und fand ich irgendwie interessant. Viele schwärmen von der Verpackung, die Verpackung ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Es ist halt eine Dose. Und eigentlich für die paar Lidschatten da drin, nimmt die mir viel zu viel Platz weg. Was soll's. Ist ja eh nicht so die Menge, wenn es weg ist, dann habe ich ein schönes Döschen. Toll. Mitgenommen habe ich diese Eyeshadow Sticks mit Liner dran. Nicht wegen den Eyeshadow, der Eyeshadow hat mich wenig interessiert. Der Liner ist es, der mich interessiert. Hier haben wir... Ja, die sind halt auch sehr cremig, ne? So, aber werden dann pudrig, wenn man sie dann benutzt. Das ist jetzt der grüne. Das ist jetzt der Eyeshadow. Ah, ich swatche euch die mal nebeneinander hier. Also am Anfang, die krümeln ein bisschen. Die muss man dann mit den Fingern gut verteilen. Oder mit einem Pinselchen oder was auch immer ihr dann nehmt. Welchen hatte ich jetzt noch nicht? Den hatte ich noch nicht. Ich sollte die anderen... Teilweise gehen sie schwer auf. So. Ja, der silberne krümelt mal nicht. So, das sind die drei. Die werden dann auch schnell trocken. Haben so einen metallischen Effekt. Finde ich toll. Das hat was. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe sie nicht wegen diesen Eyeshadows gekauft, sondern weil mich die Liner angesprochen haben von der Farbe. Und es halt einfach gut aufeinander abgestimmt ist und gut passt zueinander. Ne? Ich habe noch mitgenommen Nagellack 2 Stück. Mehr war auch gar nicht da. Und zwar diese beiden. Das sind auch die, die mich angesprochen hatten von den Promo-Fotos. Schön dezent, leicht gedeckt. Mein Fall. Mehr nahm ich nicht mit. Mehr war auch nicht da. Muss auch nicht. Ah nee, stimmt nicht. Ich habe ja gelogen. Ihr habt mich beim Lügen erwischt. Ich habe es vergessen. Ich habe mir diesen komischen Ring mitgenommen. Diesen Gummiring. Weil ich dazu eine passende Essenskette habe, noch von früher. Deswegen nahm ich ihn mit. Ist eigentlich auch recht dezent. Lässt sich auch gut über einen Freundschaftsring tragen. Passt. Ja, das war's von der Legends of the Sky. Habt ihr sie schon gesehen? Habt ihr sie schon entdeckt? Ist sie was für euch oder sagt ihr, ach nee, viel zu gedeckt? Ist gar nichts für mich. Würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Tschüss!